Ja, willkommen zum letzten Vortrag hier auf der Froscon bei der OSGO-OSM-Subkonferenz. Wir haben hier fast das komplette Jager-Team auf der Bühne quasi und hören jetzt den letzten Vortrag zu Geo-Apps mit Jager und Angular 2. Arne Schubert und der Stefan Heritz, die werden hier den letzten Vortrag bestreiten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht hier auf der Froscon bei der Subkonferenz und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr auch wieder. Dann viel Spaß mit dem letzten Vortrag. Okay, our last talk this day is about Jager Leaflet NG2. Deutsch. Deutsch. Deutsch? Ja. Okay. Unser letzter Vortrag heute ist über Jager Leaflet NG2. Es ist ein Angular 2 Geo-Apps mit Jager, haben wir das Ganze genannt. Und jetzt wollen wir kurz vorstellen, was das Ganze ist, was Jager ist. Und ja, fangen wir an. So, zunächst einmal das Jager-Entwickler-Team. Das ist zu einer Seite Arne Schubert neben mir. Markus Strauß sitzt hinten. Und ja, meine kleine Wenigkeit. Und so, was machen wir? Wir machen verschiedene Geo-Module. Wir haben auf der einen Seite heute Morgen schon was über Docker gehört, das machen wir. Dann haben wir viele unserer Sachen über NPM quasi zum Installieren angeboten und da haben wir noch eine kleine Auswahl hingeschrieben und der Vortrag geht jetzt über Leaflet NG2. Und alle unsere ganzen Entwicklungen, die Open Source sind, die finden wir auch auf GitHub, da könnt ihr euch ja gerne umschauen. Einfach github.com und dann jager.js. So, und jetzt über Leaflet NG2. Was ist das? Leaflet NG2 ist eine Integration von Leaflet in Angular 2. Dabei kommen jetzt folgende Haupttechnologien zum Einsatz. Einerseits HTML5 und das andere, worauf das Ganze aufbaut mit Angular 2, ist TypeScript. Und wenn wir jetzt mobile Apps machen wollen, dann machen wir das Ganze mit Hilfe von Cordova, also Ionic 2. So, jetzt haben wir mal ein kleines Schaubild aufgebaut, wie das Ganze jetzt funktionieren soll. Und zwar überall, wo Leaflet jetzt Optionen bietet, da haben wir einen Input gemacht über Angular. Überall, wo es Optionen und Methoden gibt, da gibt es die Möglichkeit, das ganze Two-Way-Gedachter-Binded zu machen. Das heißt, wir haben Inputs und Outputs in Angular 2. Überall, wo es jetzt Events gibt, die werden dann weitergereicht, da gibt es einen Output in Angular 2. Das ist so ganz grob, wo jetzt quasi Jager, wie das funktioniert. Und das Ganze können wir jetzt nochmal weiter im Detail anschauen. Das Ganze ist nämlich ziemlich granular aufgebaut. Wir haben oben den Web-Komponenten, das ist unser Hauptkomponent. Und da gibt es eine ganze Reihe von Directives, die wir haben. Wir haben jetzt auf der linken Seite die ganzen Control Directives. Das sind zum Beispiel jetzt die Attribution Control, Scale Control, Zoom Control. Auf der rechten Seite, ganz rechts, haben wir jetzt WMS-Layer, Tile-Layer, Image-Overlay und in der Mitte haben wir jetzt hauptsächlich die ganzen Vektorsachen. Das heißt zum Beispiel Circle, Marker-Directive, Polygone, aber auch jetzt Icons, die man draufsetzen kann, bis hin zu Pop-Ups und Tooltips. Im Prinzip alles, was Leaflet unterstützt, das ist irgendwo in Einzel-Directives ausgelagert und dadurch ist das Ganze relativ granular aufgebaut. Und man kann jetzt letztendlich die Sachen, die man braucht für seine App, die kann man sich jetzt installieren, also hinzuladen. Und alles, was man jetzt nicht braucht, das fällt halt jetzt endlich weg. Und jetzt ist natürlich die Sache, wie zeige ich mal am besten, dass wie schön granular und toll das aufgebaut ist. Und da haben wir uns überlegt gehabt, wir machen einfach mal eine Beispiel-App. Wir haben eine Beispiel-App jetzt hier zur Froscon. Gestern gab es ein Event-Shuttle von hier zur Evoke nach Köln. Und da haben wir eine kleine App einfach mal gebastelt und jetzt wollen wir heute euch einfach mal zeigen, wie wir so eine App quasi jetzt gemacht haben mit Leaflet NG2. So. So, was wolltest du jetzt auch? Genau, das zeige ich jetzt mal. Also hier jetzt mal beispielsweise schon mal die App, die wir dann für gestern schon mal vorgeführt hatten, so gesehen, wo man sich dann angucken kann, wie so eine Anwendung quasi im Endeffekt aussehen könnte. Wir haben aber jetzt auch gerade eben noch schnell vor dem Vortrag die einzelnen Schritte auf unserer GitHub-Repository hochgeladen. Ich habe immer jeden einzelnen Schritt, den wir gemacht haben, mit einem Tag versehen und den Tag jeweils unten unter die Folien geschrieben
und eigentlich im Endeffekt durchnummeriert. Also wir haben jetzt Slide 1, Slide 2, Slide 3 und so weiter, sodass man also entweder sowohl von zu Hause aus das nochmal ausprobieren kann, als auch eventuell hier direkt, auch wenn das jetzt eigentlich mehr eine Präsentation als ein Workshop ist, wird es dadurch vielleicht doch wieder mehr zu einem Workshop als zu einer Präsentation. Naja, in dem Sinne, ihr könnt euch auf jeden Fall den Workshop schon mal angucken. Ich sehe nur gerade, dass ich das jetzt auf mein privates Profil auf GitHub gelegt hatte. Ich wollte es eigentlich auf Jaga.js, aber ist auch egal, dann ist er jetzt halt eben einfach da. Okay, aber jetzt weiter im Präsentationskontext. Bevor wir mit der Entwicklung von Anwendungen mit Angular 2 starten können, brauchen wir gewisse Pre-Requirements. Dazu gehört auf jeden Fall Node.js. Wenn ich das Ganze quasi als eine App erstellen will, brauche ich auch Cordova und das Ionic Command Line Interface. Das wir ja jetzt auch machen wollen. Wir wollen ja die App erstellen. Da sind auch viele Komponenten aus Ionic herausgenommen. Wenn ich jetzt aber aus dieser App eine App für iOS direkt erstellen will, also den App-Container quasi zu einem tatsächlichen iOS-Projekt machen will, dann müsste ich ein MacBook oder Ähnliches haben und mir Xcode vorher runtergeladen haben. Für Android ist das ähnlich, da brauche ich, würde ich am ehesten empfehlen, das Android Studio. Es reicht aber auch theoretisch, sich lediglich nur das Android SDK runterzuladen, ist aber mittlerweile gar nicht mehr so einfach, sich nur das runterzuladen. Deswegen würde ich mir gar nicht die Mühe machen und einfach direkt das Android Studio komplett runterladen. Gleiches gilt im Endeffekt für die Entwicklung mit Windows. Dafür benötigt man dann Visual Studio. Da ist aber hier auch alles dann hinter dem Link quasi auf der Folie alles weiter erklärt, beziehungsweise der Link zu den Projekten, da muss man dann den Installationsanweisungen einfach nur folgen. So, wenn wir also jetzt in irgendeinem Ordner sind, wo unsere Projekte gespeichert sind, könnten wir jetzt hier mit dem Befehl Ionic Start, also wir haben ja, ich gehe jetzt davon aus, wir haben Ionic schon bei uns auf dem Rechner installiert, dann den Namen der Anwendung, ich habe ihn jetzt einfach mal Frostcon Evoke Shuttle App genannt, und das Template, was wir nutzen wollen. Ich habe jetzt hier absichtlich mal das Template blank genutzt, also das ganz leere Template. Wir haben aber auch auf unserem GitHub-Account ein Template mit auch einer Kurzbeschreibung, wie man das dann tatsächlich quasi benutzen kann, um direkt mit einer quasi vorgefertigten Anwendung direkt zu starten. Dann muss man hier einige Schritte nicht mehr machen, aber wir wollten hier wirklich mal ganz von Scratch einfach starten und eine Anwendung erstellen. So, und danach kann ich dann einfach mit Change Directory in das soeben erstellte Verzeichnis quasi wechseln. Wir nutzen aber jetzt hier einfach mal zusätzlich meine Konsole. Ich packe die jetzt hier nochmal so schön zusammen. Ich hoffe, das kann man jetzt auch lesen. Ich mache einfach mal Git Checkout, ja, ist richtig, Slide 1. So, das heißt also, wir sind genau jetzt auf den Stand, als ob ich jetzt gerade Ionic Start ausgeführt hätte. Prinzipiell auch von den Commit-Messages, ich habe immer jetzt als Message den Titel der jeweiligen Folie genommen und wie gesagt nochmal mit hier unten dem jeweiligen Tag getaggt, sodass man das, denke ich mal, ganz gut nachvollziehen kann. So, um uns das Ganze jetzt angucken zu können, können wir jetzt hier Ionic Surf eingeben. Es gibt einerseits den normalen Fullscreen-Modus, der ist für Entwicklung prinzipiell nicht verkehrt, weil ich wirklich direkt voll in der Anwendung bin. Wenn ich aber einen recht schönen Showcase haben will und mir mal so ein bisschen angucken will, wie das zwischen den einzelnen Anwendungen aussieht, kann ich auch Ionic Surf-L nutzen für den Laboratory-Modus. Dann sieht das Ganze, wenn wir es jetzt gleich gestartet haben, der startet sich auch eigentlich von selber. Müssen wir gerade ein paar Minuten, Sekunden abwarten. Hier haben wir unsere ganz leere Ionic-Anwendung, wo quasi noch nichts passiert und geschehen ist. Gut, dann gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Wir könnten jetzt mit npm install die nötigen Module installieren. Im Endeffekt benötigen wir vor allen Dingen hier an diesem Punkt das add jaga leaflet ng2 Modul.
Wir benutzen aber auch innerhalb unserer Anwendung die anderen, die aber auch im Endeffekt Dependents von Leaflet NG2 sind. Das heißt, rein theoretisch müsste ich die jetzt nicht mit angeben, da ich die aber ja in meinem Projekt auch selber nutze, ist es eigentlich von der Struktur her besser, die auch nochmal als Dependency in dem Hauptprojekt quasi mit zu installieren. Deswegen habe ich die jetzt hier alle mal mit aufgeschrieben, aber das Zentrale, um was es sich hier eigentlich dreht, was ich machen muss, ist vor allen Dingen Leaflet NG2 im Endeffekt installieren. So, danach muss ich dann am besten als allererstes das Leaflet-CSS mit in die Anwendung reinbringen, sonst habe ich im Endeffekt eine Karte, die nach nichts aussieht. Dafür kann ich in dem Ordner Source-App, App-CSS, einfach diesen Import vornehmen. Der holt sich dann aus dem gerade installierten Modul Leaflet genau eben dieses Leaflet-CSS. Und genau aus dem Grund habe ich es jetzt auch nochmal mit installiert, weil ich gar nicht erst in die Gefahr laufen will, dass, was weiß ich, vielleicht weil ich eine alte NPM-Version habe oder ähnliches, dass nicht unter Node-Modules Leaflet selber liegt, sondern unter quasi Node-Modules Jager, Leaflet NG2, Node-Modules Leaflet und so weiter. So war ja quasi früher vor allen Dingen die Struktur. Aber ja, wir machen es hier einfach mal ganz, ganz richtig. So, dann müssen wir aber weiter als allererstes das Modul, unser Leaflet NG2-Modul in der App quasi registrieren. Das können wir in der App-Module.ts. Hierfür importieren wir uns auch einfach hier wieder das Jager-Modul und können dann hier unter den NG-Module, unter den Imports, irgendwo das Jager-Modul hinsetzen. Also das wäre jetzt auch nicht schlimm an einer anderen Position. Ich würde es aber hier auf jeden Fall vor Ionic-Module setzen. Ja, wir können ja einfach mal, ich gehe mal hier in einen anderen Branch, auf ein anderes Fenster und checke das jetzt einfach mal als slide-4 aus. Ach, da hat er mir noch irgendwas anderes. Na. So. Im Endeffekt ist jetzt hier bisher noch nicht viel passiert, aber wir sehen jetzt schon dadurch, dass dieses Ionic Command Line Interface im Hintergrund läuft, kann ich irgendwas am Quellcode ändern und die Anwendung wird aber dann automatisch neu gebaut, sobald das Programm quasi feststellt, es hat sich etwas am Quellcode getan. Wir sehen jetzt im Endeffekt, es hat funktioniert, es läuft, das ist jetzt alles integriert, allerdings wird noch gar keine Karte dargestellt, deswegen ist das jetzt hier an dem Punkt eigentlich noch etwas langweilig, sage ich einfach mal. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir gehen in die Datei Source Pages Home. Er hat uns quasi dort nur die Home Page als solches quasi angelegt im leeren Beispiel. Und wir ersetzen jetzt einfach den Inhalt, der da drin steht, und setzen einfach nur einen Ionic-Content rein, das ist der Content-Wrapper von Ionic für eine Seite, und setzen da schlichtweg einfach nur die Jager-Map rein, nicht mehr und nicht weniger. Dadurch hätten wir dann quasi eine weiße Seite jetzt momentan noch, denn wir haben noch ein Problem. Die Karte ist selber durch CSS noch nicht auf die vollen 100%, die er zur Verfügung hat, gesetzt. Das ist sowas Spezielles quasi von Leaflet, dem muss ich immer noch mal zumindest eine Kartenhöhe mitgeben. Deswegen schreibe ich jetzt hier in die Home-SCSS einfach noch die Höhe im Endeffekt der Karte rein. Diesen Stand können wir jetzt auch einfach noch mal auschecken. Die Karte müsste sich schon direkt wieder neu bauen. Und wir sehen jetzt, es ist keine weiße, es ist eine leicht gräuliche Seite. Da haben wir natürlich noch nicht so viel erreicht. Das liegt aber vor allen Dingen daran, weil wir auch noch nichts zu der Karte hinzugefügt haben. Das ist eine Karte ohne Inhalt bisher.
Da kommen wir jetzt an einen Punkt, wo sich, wir haben prinzipiell bei Leaflet NG2 versucht, das komplette normale Standardverhalten von Leaflet nachzuempfinden, also auch alle Namen und Namensgebungen und so weiter genauso beizubehalten, wie man es aus Leaflet kennt und da möglichst nichts irgendwie Neues zu machen. Es gibt nur ein paar einzelne Stellen, wo das nicht so ohne weiteres möglich war, zum Beispiel beim Dragging, das konnten wir nicht wieder nochmal verwenden, weil genau derselbe Name von Leaflet benutzt war. Deswegen haben wir dann solche Attribute einfach auf Dragging Enabled umgestellt. Aber das, denke ich mal, dürfte nicht das große Problem sein. Und der zweite Punkt, wo wir hier eben vor allen Dingen vom Standardverhalten abweichen, Leaflet würde einem immer prinzipiell eine Attribution und ein Zoom-Control mit dazugeben. Man kann allerdings in den Optionen sagen, nee, ich möchte das nicht, bitte stelle sie nicht beim normalen Erstellen der Karte mit hinzu. Wir haben aber ja extra diese Directives geschrieben, aus dem Grund, wir können ja jetzt nicht eine Directive, oder es wäre ja blöd, eine Directive hinzuzufügen, die No Zoom Control heißt oder sowas, aus dem Grund können wir jetzt also hingehen und könnten einfach diese mit den einzelnen Angular Directives die drei Controls hinzufügen. Das können wir auch gerade einfach mal auschecken und dann hätten wir das. Und jetzt müssten wir natürlich immer noch eine weiße Karte sehen, aber wir haben zumindest schon mal den Zoom-Control und das ist jetzt hier gerade ein bisschen von der Darstellung blöd, aber wir sehen auf jeden Fall, hier ist auch die Attribution-Control und hier haben wir auf jeden Fall auch das Scale-Control schon mit drauf. So, aber damit haben wir noch nicht genug. Wir wollten ja vor allen Dingen mal was auf der Karte sehen. Aus dem Grund fügen wir jetzt als allererstes zu unserem Controller der Home-Seite, also unter HomeTS, einfach nur eine Eigenschaft der Klasse quasi mit hinzu, die einfach nur Teil-URL heißt und geben hier einfach die Standard-OpenStreetMap-URL mit oder das URL-Schema für OSM-Karten. So, damit haben wir aber nur erstmal die in dem Controller stehen. Wenn wir das jetzt auch noch auf der Karte sehen wollen, müssen wir hier eine Jager-Teil-Layer-Directive hinzufügen. Wir setzen die URL auf die Teil-URL, die wir gerade eben im Controller quasi definiert haben. Und wenn wir jetzt quasi hier die Slide 9 auschecken würden und nochmal warten, bis das das zusammenbaut, dann hoffe ich, dass wir auch endlich eine Hintergrundkarte haben. Das ist natürlich diese Karte noch für den ersten Punkt erstmal was blöd von der Darstellung, denn wir wollen ja quasi nur die Strecke zwischen Köln und ja grob Bonn, St. Augustin halt eben sehen. Also haben wir noch weitere Schritte zu machen. Und zwar als erstes mal die Startkoordinaten, Center-Koordinaten sind das hier ja bei Leaflet immer, als erstes bestimmen. Da habe ich jetzt einfach mal grob etwas ausgesucht, was zwischen Köln und Bonn liegt. Und ein Start-Zoom-Level direkt mit bestimmen. Also da haben wir jetzt einfach mal Zoom-Stufe 10 ausgewählt. So, genau so müssen wir das dann jetzt auch wieder vom Controller übertragen in die View, damit die View das auch übernimmt. Das heißt also, wir haben hier unsere Map und fügen innerhalb der Map einfach als Latitude, die Startlatitude, die Longitude genauso und das Start-Zoom-Level im Endeffekt mit hinzu. Ich denke mal, das ist jetzt wieder ein Punkt, der sich vielleicht kurz lohnt, nochmal auszuchecken. Wir sehen, er baut schon auch direkt wieder neu. Und siehe da, wir sind tatsächlich irgendwo so zwischen Köln und Bonn mit unserer Karte. So, als nächsten Schritt wollte ich dann einfach mal die Punkte von im Endeffekt der Evoke und der Frostcon mit aufnehmen. Dafür hatte ich im Vorfeld schon eine PoisGeo-JSON erstellt, die mir heute Morgen bei meinem Docker-Vortrag auch schon gute Dienste geleistet hat. Die habe ich jetzt einfach in Slide 12 hinzugefügt. Interessiert hier ja an der Stelle nicht so genau, was da drin ist und welche Koordinaten es hat. Wir werden das Ergebnis eh gleich sehen. Zusätzlich habe ich dann für die Geodata Properties ein Interface erstellt. Das wäre jetzt zwangsläufig nicht unbedingt notwendig. Ich könnte auch dort einfach den AnyType nutzen, aber wenn man natürlich so eine Sprache wie TypeScript und ähnliches nutzt, sollte man das auch ja möglichst weit dann, finde ich, auch ausnutzen. Und im Endeffekt haben meine Geodaten eben genau die hier aufgelisteten Properties als Eigenschaften oder unter Properties
die in den Geodaten stehen. Das heißt also eine ID für interne Zwecke, einen Namen, wo ich den dann auch als Display-Namen nutzen kann, einen Link zu einer Webseite, eine Icon-URL, wir brauchen aber im Endeffekt später noch eine Icon-Size, da wir in Leaflet auch den Icons eine gewisse Size geben müssen. Wir haben jetzt hier noch Town und Street als Adresse mit dazu stehen, damit man das auch nachher im Pop-up so darstellen kann, was wir noch dazu machen wollen, und eine Telefonnummer, die wir einfach auch noch mit auf den Weg geben wollten. Jetzt haben wir ja im Endeffekt die Daten als GeoJSON einfach nur innerhalb unseres Quellcodes liegen, haben diese aber nicht als TypeScript-Datei, sondern tatsächlich als JSON-Datei. Das heißt also, wir müssen uns diese Datei über sowas wie ein AJAX-Request in die Anwendung hereinholen. Das macht man typischerweise in Angular über das Angular-HTTP-Module. Bevor wir das allerdings nutzen können, müssen wir das genauso wie das Jaga-Modul erstmal in der Anwendung quasi bekannt machen. Dafür können wir wieder in diese App-Module-TS gehen und hier halt eben als erstes den Import des HTTP-Moduls vornehmen und dann auch innerhalb der ng-module-directive vom App-Module einfach das hier quasi mit unter den Imports mit hinzufügen und schon ist das quasi in der Anwendung bekannt gegeben. Etwas komplizierter wird das Ganze dann aber im Controller. Hier muss ich einige Schritte machen, bis dass ich dann tatsächlich auch den HTTP-Service nutzen kann. Dafür nutzen wir jetzt hier als erstes das HTTP, die HTTP-Klasse von Angular. Wie gesagt, ich hatte ja schon gerade eben unseren Generic GeoJSON Feature Collection gezeigt. Das ist im Endeffekt eine Erweiterung des normalen, der normalen GeoJSON Feature Collection, die wir gemacht haben. Der große Unterschied ist einfach, dass im normalen GeoJSON das einfach nur definiert ist, dass unter Properties quasi alles vom Typ Any stehen kann. Das fanden wir ein bisschen unpraktisch, weil man, wie gesagt, ja eigentlich je nachdem auch genauer bestimmen will, was jetzt genau unter diesen Properties gespeichert ist. Deswegen haben wir dann das Generic GeoJSON Feature Collection entwickelt, wo man dann einfach als Generic mitgeben kann, was jetzt eigentlich unter den Properties für Elemente drin sind. Und dafür hatten wir gerade eben auch schon diese Properties Interface erstellt. So, da wir nur Punktdaten haben, nehmen wir hier auch im Endeffekt die, das Interface für GeoJSON mit, um das dann auch später in der Anwendung nutzen zu können. Das sehen wir dann hier halt eben vor allen Dingen. Hier definieren wir unsere Generic GeoJSON Feature Collection. Wie gesagt, das ist ein Generic, das heißt also, wir müssen hier hinter, für die, die vor allen Dingen TypeScript genutzt haben, kennen das eventuell schon. Für die anderen ist das vielleicht jetzt für den Anfang etwas viel, aber naja, muss mal kurz durch. Das heißt also, wir fügen hier, wir möchten, dass die nur aus Punktdaten besteht prinzipiell und dass die Eigenschaften unter Properties eben genau diesen iGeoDataProperties entspricht. Wir müssen aber zusätzlich, damit es nicht nachher noch irgendwo einen Fehler in der Anwendung gibt, als allererstes mal eine leere Feature Collection erstellen, in denen halt eben quasi nur ein leeres Array von Features quasi vorkommt. Injecten dann im Endeffekt den HTTP-Service. Das können wir über diesen Befehl ganz einfach machen in Angular. Oder in, vor allen Dingen in Angular. Und können jetzt einfach genau diesen Dienst, den wir über Private HTTP auf this HTTP nach dem Constructor dann halt eben finden können, mit einem Request auf die vorhin abgelegten Dateien. Ich habe ja gesagt, ich lege die unter Assets PoiGeoJSON ab. Genau die wird jetzt hier quasi abgerufen. Danach wird dann einfach quasi nur auf das Subscribe-Event gewartet. Und sobald das Event zurückkommt, parse ich das noch zu einem JSON, das kommt natürlich jetzt einfach nur als Text als erstes an und speichere das dann auf this.poise, die ich ja hier oben definiert habe. Und dadurch mache ich natürlich dann aus der leeren Feature Collection die Feature Collection, die ich mir jetzt im Endeffekt einfach über den AJAX-Request lade. Also das ist wahrscheinlich der komplexeste Schritt von allen, die man hier jetzt gerade machen muss.
Ihr könnt aber natürlich auch später das Projekt hier genau an der Stelle zum Beispiel einfach auschecken und weiterarbeiten und einfach die von mir hinterlegten Geodaten ersetzen mit euren Geodaten, die ihr vielleicht irgendwie benutzen wollt. So, jetzt wollen wir natürlich auch die Punkte auf der Karte darstellen. Wir haben jetzt die Punkte natürlich im Controller schon da. Wie können wir die auf der Karte hinzufügen? Das können wir zunächst über den Jagermarker zum Beispiel, da wir ja hier nur Punkte haben. Wie gesagt, wir haben hier versucht, möglichst weit den Sprachraum von Leaflet zu übernehmen. Das heißt also, bei uns heißt das jetzt auch nicht irgendwie Point oder ähnlich, sondern es hieß auf Leaflet-Marker, also es ist auch bei uns ein Marker. Wir wiederholen jetzt hier im Endeffekt mit einer NG4-Directive über alle einzelnen POIs, heißt ja im Endeffekt die Variable oder das Property im Controller. Und das hat ja das Array Features als Eigenschaft. Und über die iterieren wir jetzt einfach und können das uns in die Variable let quasi hier eingeben. Also wer mit Angular schon mal gearbeitet hat, dem wird dieses Verfahren mit Sicherheit schon bekannt sein. Der Vorteil ist, wir haben dann danach den einzelnen POI einfach wieder als Variable, können jetzt hier aus der Geometry vom GeoJSON uns einfach die Koordinaten holen. Bekanntlicherweise hat ja GeoJSON ein Long-Lat, kein Lat-Long-Format, deswegen müssen wir hier quasi die erste und hier die nullte Koordinate quasi nehmen. Ja, und wir fügen einfach halt eben direkt an der Stelle noch eine Icon-Directive mit hinzu, wo wir die Icon-URL auch aus den Properties des jeweiligen POIs beziehen und das ist ja unter Icon abgelegt. So, das heißt, dieser Stand lohnt sich mit Sicherheit nochmal kurz auszuchecken. Die Karte baut gerade wieder neu auf. Wir warten ein paar Sekunden. Und siehe da, wir haben jetzt unsere Karte mit den zwei Symbolen für Frostcon und die Evoke. Also mit den zwei Icons. Allerdings, wie man sieht, sehen die Icons noch nicht so schön aus, wie wir es gerne hätten. Das liegt jetzt im Endeffekt vor allen Dingen daran, dass das Leaflet hier die Standardeinstellung für die Icons übernimmt. Also die Breite und Höhe eines Icons ist genauso groß und breit, wie der Standardmarker von Leaflet erstmal breit ist. So, dafür haben wir ja extra den Punkt im Endeffekt unter Icon Size mehr oder weniger abgelegt, wie groß das Icon ist. Allerdings in einem String, wo quasi eine Zahl mit einem X und dann nochmal die andere Zahl vorkommt. Leaflet möchte aber hier an der Stelle einen Leaflet Point im Endeffekt am liebsten haben. Aus dem Grund müssen wir eine Funktion uns schreiben, die wir unserem Controller hinzufügen. Aus dem wir quasi aus den Daten, die wir als String bekommen, im Endeffekt hier mit x splitten, dadurch die zwei Zahlen bekommen und diese dann quasi mit parseInt zu einer ganz normalen Zahl quasi machen. Aber wir wollen ja danach noch einen Leaflet-Point zurückgeben, das heißt also, wir müssen auch noch einen Leaflet-Point erstellen, der dann halt eben im Endeffekt diese zwei Values mit sich nimmt. Den Divisor habe ich jetzt hier an dem Punkt nur noch mit zusätzlich hinzugefügt, weil wir wollen nicht nur die Icon Size, sondern auch den Icon Anchor später bestimmen. Und da der Anchor genau in der Mitte des Icons liegt, habe ich mir gedacht, mache ich einfach diesen Divisor, wenn ich mich dann durch zwei teile, ist ja genau die Icon Mitte genau da, wo quasi das Icon sonst wäre. Also kann man das so relativ leicht auf einmal programmieren. Hier haben wir auch eine Variable mit Default-Wert. Das heißt also, ich muss diesen Divisor nicht angeben, der würde dann einfach durch 1 teilen. Könnte er sich natürlich auch sparen. Aber ich habe jetzt zumindest die Möglichkeit, auch hier die 2 mitzugeben und damit dann auch direkt den Icon Anchor zu bestimmen. Dazu aber jetzt weiter. Das heißt also, wir erweitern jetzt hier unsere Icon Directive und fügen erstmal, so wie ich es gesagt habe, die Icon Size mit hinzu. Hier müssen wir keine weiteren Parameter oder irgendwas angeben oder Argumente mit übergeben. Anders sieht das bei unserem Icon Anchor aus. Den bestimme ich im Endeffekt auch aus der Icon Size. Allerdings hier mit dem Faktor 2. Hier sehe ich allerdings, ist ein Fehler in der Slide.
Hier hätte eigentlich Icon Size und dann Komma 2 stehen müssen. Da habe ich wohl noch irgendwas falsch übernommen. Okay, aber wir können das jetzt trotzdem mal kurz austesten. Ich meine, ich hätte das in der Repository richtig gemacht. Das heißt also, wir nehmen jetzt hier die Version 18 und siehe da, die Icons sehen jetzt grob so aus, wie man sie auch gerne sehen wollte. Wir können also jetzt damit auf jeden Fall grob weiterarbeiten. Okay, jetzt war noch das nächste, was wir uns gedacht haben. Nehmen wir mal noch eine andere, weitere Directive, die wir noch nicht kennengelernt hatten, und nehmen einfach die Pop-Up Directive. Die kann man auch, und das ist, finde ich, so dieses Schöne an diesem Projekt im Vergleich zu anderen Leaflet Directives, die ich halt eben gesehen habe. Die meisten haben irgendwie sowas wie, heißen auch selber nur Leaflet Directive und bieten wirklich nur diese eine Directive. Und von da aus muss ich eigentlich im Endeffekt alles programmatisch weitermachen. Ich habe also gar nicht diese Vorteile, die ich aus dem deskriptiven Schreiben, aus der View mit Angular überhaupt bekomme. Hier kann ich halt eben wirklich sehr kurz, dadurch, dass ich das Ganze deskriptiv schreiben kann, zusammenfassen und auch, finde ich, sehr übersichtlich im Endeffekt zusammenbringen. Das heißt also hier ganz logisch, ich habe meine Karte, auf der Karte soll der Marker dargestellt werden und wenn ich auf den Marker klicke, deswegen halt eben quasi eingerückt, wenn man so will, oder innerhalb des Marker-Tags, möchte ich ein Pop-up haben. So, und den Inhalt des Pop-ups, den kann ich hier mit ganz normaler HTML-Notation quasi einfach weiter fortführen. Ich muss hier nichts weiter irgendwie großartig machen und kann aber auch hier wieder ganz andere Directives nutzen. Also hier in dem Fall zum Beispiel nutze ich die Ein-Button-Directive. Wir benutzen ja Ionic. Das heißt also, der wählt jetzt automatisch schon den jeweiligen Button je nach Betriebssystem aus. Also das heißt, auf einem Android würde der Button Android-typisch aussehen, auf iOS würde er iOS-typisch aussehen. So, den Stand, denke ich mal, lohnt sich auch nochmal kurz auszuchecken und anzugucken. Das heißt also, wir haben jetzt hier unsere Punkte, wir können draufdrücken und sehen prinzipiell, wir haben die Überschrift mit Straße und der Information, in welcher Stadt das quasi ist, also hier mit Postleitzahl und Stadt. Das habe ich allerdings jetzt in den Daten nicht nochmal extra berücksichtigt oder getrennt. Und wir haben die zwei Buttons. Jetzt fällt allerdings noch auf, die Buttons sind jetzt hier von der Farbe ein bisschen blöd geworden. Das liegt daran, weil wir hier im Endeffekt einen Anchor und keinen Button genutzt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler in den CSS-Styles von Ionic ist. Aber wie auch immer, wir müssen es auf jeden Fall fixen. Das können wir allerdings recht leicht fixen, indem wir einfach in die SCSS-Datei unter Home einfach sagen, jeder Anchor, der auch vom Typ ein Icon oder ja, der auch diese Directive quasi mit dazu hat, soll eigentlich bitte einfach nur Color White haben. So, das heißt also, wenn wir es uns jetzt angucken, sehen wir schon, jetzt sind die Buttons weiß, es ist also wieder so, wie es eigentlich gewohnt ist. Als nächstes, unser Plan war ja eigentlich, so eine Art Informationssystem zu haben, wie lange es noch dauert, bis das der Shuttlebus von der Frostcon zu Evoke fährt. Unsere Idee war halt eben im Endeffekt, das einfach als Circle-Marker darzustellen, der langsam aber sicher seine Farbe verändert, also von einem Grün, du hast noch jede Menge Zeit, zu einem Rot, jetzt musst du dich aber wirklich beeilen. Im Endeffekt noch über ein Orange-Gelb, um einen schönen Farbverlauf zu gewährleisten. Aber wir können jetzt hier als allererstes einfach mal eine Jager Circle Marker Directive dann hinzufügen. Hier sieht man jetzt auch nochmal den Unterschied. Das waren ja quasi alles Variablen, die ich vorher in irgendeiner Form meinem Controller bekannt gegeben habe. Wir können aber auch direkt mit Werten in Angular arbeiten. Also das heißt, ich könnte auch quasi fast komplett ohne zu programmieren zu müssen oder richtig programmieren zu müssen, quasi nur in meinem Template einen Großteil an Möglichkeiten schon abbilden, was ich mit so einer Anwendung machen könnte. Genau das machen wir jetzt hier auch quasi mit unserem Circle Marker. Wir geben dem einfach die Position manuell, nicht aus dem Controller, geben sie quasi direkt rein und auch noch einen fixen Radius und geben dem Ganzen auch noch einen Tooltip. Wir sagen hier auch schon mal direkt Direction Button, das heißt also, das Tooltip soll nach unten geöffnet werden. Und hier sehen wir auch noch genau diese Besonderheit, von der ich erzählt habe, wenn ich einen fixen String quasi
mit übergeben will, muss ich den logischerweise nochmal in Anführungszeichen setzen, sonst wäre es ja eine Variable. Und das sieht natürlich für Leute, die noch nicht mit Angular gearbeitet haben, etwas verrückt aus, dass ich hier eigentlich quasi Anführungszeichen, einzelne Anführungszeichen und dann wieder einzelne Anführungszeichen, dann doppelte Anführungszeichen geschlossen habe. Macht aber eigentlich Sinn, weil ich hier ja, wie gesagt, nicht die Variable Button, sondern den Text oder den String Button meine. So, das können wir meinetwegen auch nochmal ganz kurz auschecken und angucken, bevor wir dann gleich in die nächste Folie springen. Das heißt, hier haben wir jetzt unseren Kreis, der noch blau ist, weil wir noch nicht weiter gestylt haben. Und hier steht tatsächlich einfach nur xx Minuten drin. So, wie gesagt, wir wollen ja so grob in die Richtung gehen, dass man die Farbe verändert sieht. Dafür haben wir uns jetzt einfach gedacht, fügen wir zu unserem Controller einfach ein Time-Property. Das geht natürlich als allererstes hier relativ leicht, indem wir einfach sagen, Public Time vom Typ Number möchten wir gerne unserem Controller quasi bekannt geben. Zusätzlich aber, damit wir diesen Wert auch ein bisschen ändern können, weil, wie gesagt, das ist ja nur die letzte Stunde, bevor der Bus losfährt, haben wir uns gedacht, wäre es ja eigentlich praktisch, das für Entwicklungszwecke mal so ein bisschen austesten zu können. Und aus dem Grund haben wir jetzt zu unserer Hauptkarte quasi oder zu der Home-Seite einen Footer hinzugefügt. Und in diesem Footer kann man jetzt quasi in den Schritten von 0 bis 60 einfach einen Slider ausnutzen, um sich das dann danach also schon mal voranzugucken. Obwohl wir können auch eigentlich direkt einen Schritt weitergehen, denn wir möchten nämlich jetzt den Rage-Slider und das Ergebnis, was aus Time kommt, direkt in irgendeiner Form mit der View verknüpfen. Also checken wir hier direkt Folie Nummer 24 aus und gucken jetzt einfach mal, hier hatten wir natürlich noch das Problem mit der Darstellung. So, das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo hingehe, sehen wir, jetzt haben wir noch 44 Minuten Zeit, jetzt haben wir nur noch 26 Minuten Zeit, jetzt nur noch 11 Minuten. Also auch dieses Binding prinzipiell funktioniert jetzt schon mal. So, was uns allerdings hier schon direkt bei dem Beispiel auffällt, es ist ja relativ ungeschickt, erst recht auf einem Touch-Device, wo ich kein Mouse-Over habe, dass ich hier diese Anzeige nicht die ganze Zeit sehe. Dafür gibt es aber dann tatsächlich auch leider keine Möglichkeit, das jetzt bisher aus der Directive direkt zu machen. Deswegen brauchen wir Zugriff auf das Element selber direkt aus dem Controller. Das kann man im Endeffekt auch machen. Dafür holen wir uns in unserem Controller als erstes die Circle Marker Directive als Klasse und können dann über den ViewChild Decorator von Angular uns dieses Element, da es ja in der View drin ist, in den Controller quasi reinholen, um ihn danach bearbeiten zu können. Das heißt also, der Circle Marker, der hier gerade steht, den kann ich dann direkt aus der Anwendung heraus benutzen und bedienen. Wir hatten das ja gerade eben auch schon vom Steve gehört, dass im Endeffekt wir hingegangen sind und wir nehmen immer das Original Leaflet-Element, vererben alles und erweitern es im Endeffekt mit den Funktionen, die wir brauchen, um Angular zu nutzen. Das heißt also, dieser Circle Marker ist wirklich der Original Leaflet Circle Marker, allerdings erweitert mit den Directive-Funktionen, die wir brauchen für Angular. So, damit wir jetzt allerdings das Tooltip öffnen können, nutzen wir hier diese ng-afterview-init, denn vor ng-afterview-init gibt es dieses Property noch gar nicht in unserer Directive, denn erst wenn die View initialisiert worden ist, haben wir einen Zugriff darauf. So, und jetzt möchten wir im Endeffekt nur, dass dieses Tooltip geöffnet wird und geöffnet bleibt. Und das können wir uns jetzt nochmal ganz kurz angucken. Wir checken also diese Folie aus. Baut er das zusammen? Ah ja. So, und wir sehen, unten zeigt er uns jetzt prinzipiell die Seite an. Ich lade nochmal neu, jetzt habe ich blöd gedrückt. So, also das hier funktioniert zwar noch nicht automatisch, aber der Rest funktioniert soweit schon mal. So, dann wollten wir im Endeffekt einen Gradienten immer dazu darstellen mit den Farben. Dafür haben wir einfach eine Datei erstellt, Gradients, TypeScript unter unserer Pages-Seite.
Und da haben wir im Endeffekt jetzt einfach nur ein Array mit Strings von 61 CSS-Color-Values dazu getan. 61 aus dem Grund, weil wenn wir die 60 erreicht haben, wollen wir auch noch quasi einfach nur einen schwarzen Kreis darstellen, in dem dann quasi klar ist, du bist zu spät. Den können wir uns dann danach auch einfach in unseren Home-Controller wieder durch einen Import hinzufügen. Außerdem machen wir ihn auch noch accessible, dadurch, dass wir hier das Public Gradients von dem Gradients holen. Das heißt also, jetzt auch ist das innerhalb unserer Anwendung bekannt. Jetzt müssen wir natürlich wieder, nachdem wir die Änderungen im Controller gemacht haben, die Änderungen im View vornehmen. Das heißt also, wir sagen jetzt hier, unser Jager Circle Marker soll den Color-Wert je nach Zeit quasi annehmen und sich aus dem Array Gradients je nach Zeit quasi seine jeweilige Farbe herausholen. So, hier könnten wir, denke ich mal, nochmal ganz kurz das auschecken und angucken. Er baut uns nochmal die Anwendung. So, da haben wir sie. So, das heißt, hier sehen wir jetzt, er startet grün, geht dann langsam ins Rot über und hier ist es zu spät. Er ist also wirklich schwarz geworden. Das ist die 61. Stufe. So, was uns jetzt aber vor allen Dingen noch fehlt, ist natürlich irgendein Service, der uns die Uhrzeit quasi durchreicht. Dafür habe ich jetzt hier einfach diesen Shuttle-Service geschrieben, den ich unter App unter Shuttle-Service dann im Endeffekt direkt abgelegt habe. Wichtig ist, dass es ein Injectable ist, damit wir diese auch nachher noch wieder uns in die anderen Anwendungen hereinziehen können. Wir brauchen auf jeden Fall einen Event-Emitter, der uns die aktuelle Zeit quasi durchreicht. Das ist auch das Wichtigste an der Stelle, damit die View in Sync bleibt quasi mit dem ganzen Rest. Wir haben hier ein fixes Datum erstmal abgespeichert. Das ist die Uhrzeit, wann der Bus eigentlich abfahren sollte. Und fügen jetzt hier im Endeffekt im Constructor ein Intervall hinzu, das einfach einmal pro Minute den Event-Emitter aufruft und damit natürlich immer wieder jede Minute die Zeit quasi abändert. Zusätzlich haben wir aber auch noch diese Shuttle-Minute berechnet. Das ist jetzt programmiertechnisch vielleicht nicht die allersauberste Lösung, aber ist ja jetzt nur für diesen kurzen Workshop. Hier geht es also einfach nur darum, wir gucken, ob die Zeit kleiner als 0 ist, dann gehen wir einfach 0 zurück. Das heißt also, wir haben noch eigentlich alle Zeit der Welt. Innerhalb der letzten Stunde gibt er halt eben einfach nur die Differenz zurück. Der zählt also von 0 bis 60. Und sobald wir über 60 gekommen sind, da wir ja einen zweiten Shuttlebus haben, der nochmal eine Stunde später auch gefahren ist, haben wir das jetzt einfach kurzerhand so kurz gelöst. Das heißt also, solange der Wert kleiner als 120 oder kleiner gleich 120 ist, möchten wir einfach den Diff-Wert minus 60 ausgeben. So, und sobald der drüber ist, soll er halt eben einfach nur noch die 60 ausgeben. Das heißt also, wir haben dann 0 Minuten da stehen und einfach im Endeffekt die 60. Farbe. Das heißt also, er bleibt einfach schwarz stehen. Ja, das Ganze müssen wir jetzt aber auch, genauso wie wir das mit den anderen Services gemacht haben, als erstes wieder in unserer App Module TS bekannt geben, dass der Service eingetragen quasi ist. Das müssen wir hier unter Providers machen. Dann müssen wir aber auch den Shuttle-Service im Endeffekt in unseren Controller wieder hinzufügen. Dafür müssen wir ihn jetzt hier nochmal importieren und können uns aber jetzt hier, genauso wie wir das eigentlich mit dem HTTP-Service gemacht haben, können wir uns jetzt hier den Shuttle-Service auch mit dazu tun oder dazu laden. So, und hier registrieren wir uns im Endeffekt jetzt am Event-Emitter und subscriben dem und heißt halt eben einfach, sobald der irgendwas emittet, schreiben wir den Wert, den er uns zurückgibt, direkt auf this.time. Da er das natürlich nur jeweils einmal pro Minute macht und wir ja schon direkt beim Öffnen der Anwendung schon die richtige Zeit stehen haben wollen, setzen wir einfach initial auch hier auch nochmal den Wert auf dieses Calculate Shuttle Minute direkt drauf zu. Eigentlich können wir das jetzt hier nochmal gerade auschecken. Wenn wir uns das jetzt angucken, sollte eigentlich alles soweit funktionieren. Der Wert macht jetzt natürlich trotzdem immer noch keinen Sinn, weil der Shuttlebus schon lange vorbei ist. Aber wir hatten jetzt hier zumindest einen Wert. Das wäre
wahrscheinlich für die, ich weiß nicht, ob das jemand ausgetestet hat tatsächlich zu dem Zeitpunkt, aber das heißt jetzt auf jeden Fall, soweit haben wir jetzt hier unsere Anwendung. In der Produktivanwendung macht es natürlich auch keinen Sinn, dass wir hier unten diesen Range-Slider haben. Den könnte man jetzt entweder komplett entfernen oder eben, wie ich es jetzt hier quasi einfach im Endeffekt vorgeschlagen habe, auf Disable zu setzen. Dann hätte man zumindest noch den Vorteil, dass man auch im Endeffekt sieht, wie viel Zeit man noch hat. Also wenn man jetzt noch eine halbe Stunde Zeit hat, dann würde er halt eben auch genau hier in der Mitte stehen bleiben. Je nachdem gibt das einem nochmal ein ganz gutes Feedback. Aus dem Grund habe ich das jetzt auch im Endeffekt einfach mal so drin gelassen. Ja, also das war erstmal das Erstellen der kleinen Demo-Anwendung. Mit unserer Frage quasi, ich weiß nicht, ob jemand schon mal mit anderen Leaflet Directives und gearbeitet hat auf Angular, aber war das nicht granular im Vergleich? Nochmal hier kurz, um das ein bisschen abzuchecken quasi, die ganzen Controls haben wir einmal hinzugefügt. Wir haben jetzt eine Circle Marker Directive hinzugefügt. Wir haben mehrere Marker automatisiert quasi auch über ein GeoJSON hinzugefügt, das sogar ein Icon jeweils enthält. Wir haben eine Pop-up Directive zu dem Marker hinzugefügt und eine Tooltip Directive zum Circle Marker Directive. Und wir haben auch ein Teil-Layer als Hintergrundkarte genutzt. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall alles so grob mal abgedeckt, was Leaflet NG2 zumindest funktional kann. Es kann noch einige Sachen mehr, aber wir haben auf jeden Fall Controls, Vektordaten, Rasterdaten, Pop-ups und Icons. Und ich denke mal, das sollte erstmal soweit eine ganz gute Einführung sein. Ich möchte nochmal unbedingt auch darauf hinweisen, dass wir in unseren Projektserver vor allen Dingen haben. Die erste Seite ist ehrlich gesagt noch nicht so schön gemacht, das ist noch ganz einfach, aber wir sind ja noch momentan im Release-Kandidaten. Hier können wir uns aber zum Beispiel den letzten Release-Kandidaten, den ich vorgestern extra noch rausgebracht habe, mal angucken. Wir haben hier allerlei Informationen, die man wissen muss zum Entwickeln mit Leaflet NG2. Wir haben die Browser-Tests auch hier direkt mit verankert, wir können uns die Test-Coverage angucken. Und haben aber auch die Dokumentation, die, denke ich mal, mittlerweile schon relativ weit ist. Man kann sich hier sehr viele Beispiele angucken. Ich muss das aber gerade hier mal ein bisschen kleiner machen, damit wir noch die Übersicht haben. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich alle möglichen Directives mit drin. Wir haben auch typischerweise eigentlich so ein grobes Beispiel, was man alles hinzufügen kann. Für die Map Directive ist das eine ganz schöne Menge. Haben aber auch immer versucht, zu den einzelnen Sachen einen Link zu der originalen Leaflet-Dokumentation zu geben. Also man kann direkt von hier aus auf die originale Leaflet-Dokumentation springen. Man kann in die Unit-Tests springen, die Task-Coverage und auch die API-Dokumentation, die aber ja gerade schon quasi geöffnet ist. Das heißt, es ist alles miteinander verlinkt, man sollte sich alles gut angucken können. Und vor allen Dingen haben wir auch noch eine ganze Reihe an Beispielen. Also für jede einzelne Directive haben wir zumindest das Ziel, auch ein kurzes Beispiel zu machen, wo man dann nämlich auch im Endeffekt, wenn man sich das jetzt hier mal zum Beispiel für den Map Component anguckt, alles zusammen aufgelistet hat und auch das Standardverhalten quasi sehen kann. Hier sieht man auch zum Beispiel die großen Vorteile vom Two-Way-Data-Binding. Ich kann hier eben zum Beispiel das Zoom-Level in den Inputs ändern. Ich kann aber auch hier rein und raus zoomen und es ändert sich automatisch der Input. Ich muss ja also nichts mehr weiter programmieren. Das wird alles automatisch, wenn man so will, in Sync gehalten. Ja, also darüber habe ich schon eigentlich geredet. Es ist gut dokumentiert. Es ist auch gut dokumentiert durch Beispiele, wie man sich jeweils einzeln nochmal angucken kann. Wir haben eine sehr hohe Testabdeckung von etwa, was sind es, 98%, 97, 98%, irgendwie sowas, mit 1451 Software-Tests. Soweit sogar, dass wir Bugs bei Leaflet gefunden haben, die Leaflet nicht gefunden hat, wo wir einen Merge-Request gestellt haben. Und jetzt wollen wir auch demnächst mit dem Release der neuen Version 1.2.0 auch darauf upgraden, was noch so die nächsten weiteren Schritte sind. Hier nochmal als Vorteil nochmal herausgestellt, dass man eben das deskriptiv in HTML5 schreiben kann. Man braucht
je nachdem gar nicht so viele Programmierkenntnisse. Natürlich für aufwendigere Apps ist das nicht möglich, das alles über das Template zu machen. Aber wie man hier zum Beispiel einfach sieht, für eine einfache Karte, die eine Startposition hat mit einem Marker und einem Pop-up, kann ich das alles komplett so schreiben. Ich brauche kein einziges Mal TypeScript oder Ähnliches anzurühren. Ich kann das einfach so übernehmen. Dann, das haben wir aber eigentlich auch schon gesehen, denn wir haben es mit Ionic 2 integriert. Wir haben aber auch noch ein Template, was man direkt nutzen kann. Davon hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz erzählt. Aber das war halt eben auch einer der unserer Ziele, dass man dieses Framework vor allen Dingen mit Ionic 2 zusammen nutzen kann, um eben relativ einfach und schnell mobile Anwendungen für alle Geräte zu nutzen. Hier vielleicht auch nochmal ganz kurz, das hat man hier glaube ich jetzt gar nicht gesehen, wenn man immer nur die eine Version gesehen hat. Es ist aber tatsächlich so, dass ich hier eigentlich die Möglichkeit habe, jetzt habe ich mich verdrückt, Entschuldigung, alle drei Major-Plattformen direkt nebeneinander zu sehen. Also ich kann mir jetzt hier quasi die Android-Variante, die iOS-Variante und die Windows-Variante direkt nebeneinander angucken und das ohne, dass ich die kompilieren muss und auf die Geräte bringen muss, sondern ich sehe die wirklich einfach nur in meinem Browser, was natürlich viel, viel schneller ist, als wenn ich das für drei Plattformen kompilieren müsste. Ja, also alles zusammen, give it a try and maybe Jager Feedback, würden uns auf jeden Fall freuen. Jetzt zumindest für das Beispiel, was wir gemacht haben, hatte ich jetzt zumindest auch nur mal so die Idee. Ihr könntet es ja auch einfach forken, eure Beispiele machen und wenn ihr ein cooles Beispiel habt, was ihr uns auch wieder irgendwie mal zurückgeben wollt, könnt ihr einfach ein Merge-Request oder Ähnliches machen, dann packen wir das in irgendeiner Branch von diesem Workshop quasi mit rein. Und dann kann man einfach mal gucken. Ja, und ansonsten nochmal, wenn irgendwelche Fragen sind, gerne über Mail, folgt uns gerne auf Twitter, wird uns freuen. Unsere Module sind alle auf GitHub mit dem Namen Jager.js und auf npm findet ihr uns unter Jager quasi direkt, da ohne JS. Und der schnellste und einfachste Weg, ein Feedback zu geben, ist im Endeffekt jetzt. Also wenn irgendwelche Fragen sind, stehe ich gerne dafür jetzt bereit. Oder wir stehen dafür gerne bereit. Da ist ja noch jemand. Ja, also ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit jetzt nochmal. War vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Man kann alles nochmal nachgucken, auschecken, nachprogrammieren. Man muss jetzt auch nicht alles nachprogrammieren. Man kann einfach mal eine Karte machen und die einzelnen Punkte dazu. Und einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Wie gesagt, also wir haben jetzt eine ganze Menge von den Directives vorgestellt. Einfach mal mit rumspielen, gucken, was man davon gebrauchen kann. Und dann eröffne ich jetzt sonst die Fragerunde. Ja. Keine Fragen. Also ich habe jetzt leider auch keine Frage. Dann übergehe ich ja wieder in die Moderation. So yeah, it's a very good talk. I like the way you explained it very clearly. You were explaining every simple points. I also like the way the tool is so easy to use, because I've used Leaflet.js directly. So when you use the JS and then come to this style of writing it, it's probably more easier. Yeah, so maybe you also will use Leaflet NG2. For that I need to use Angular, I mean, right? What? It's a component of Angular. If I don't use Angular, I don't need... Yeah, that's right. But you don't have to use Ionic. You can use, of course, Ionic to have the typical look and feel of mobile devices. Okay. But you don't have to. It's you can all use, or you can use everything just with Angular. Okay. Yeah, it makes. We have a lot of the examples are all made just with Angular, not okay. With Angular in common with Ionic, because Ionic have a bunch more of stuff. But I think here in something like this presentation, it's a nice thing to see how you work on a mobile application. Yeah. If you quickly want to make mobile apps for your firm or something, I think this is a very good way of doing it. Yep. Yeah. Thank you. Da, warte, da. Ja, noch weitere Fragen? Ah, ja. Bleibt ihr an der Entwicklung dran? Also das letzte Mal, als ich irgendwie nach einer Integration zwischen
Leaflet und Angular gesucht habe, war irgendwie zu Angular 1 Zeit. Da habe ich was gefunden, das war 2 Jahre alt, danach nicht mehr angefasst, halbfertig und... Also wir haben es definitiv vor. Also es gibt jetzt keine Pläne zu sagen, nee, das lassen wir jetzt links liegen. Ganz im Gegenteil sogar, also wir sind ja recht aktiv unterwegs, haben das auf der FOS4G in Bonn, glaube ich, das erste Mal, nee, sogar auf der FOSGIS in, was war es, nicht Linz, sondern in Salzburg das erste Mal vorgestellt, dann in Passau genauso und wir sind immer weiter aktiv. Hoffen natürlich auf der anderen Seite, dass wir bald auch den Release-Kandidaten-Status quasi überwunden haben als solches. Wir wollten aber auf jeden Fall die komplette Dokumentation von allem haben und auch alle Beispiele und so weiter und erst dann in die finale Version übergehen. Aber momentan sind wir trotzdem also immer sehr aktiv und hatten auch, ich weiß gar nicht, ich glaube auf der, genau, Phosphor G in Paris hatte ich das nochmal kurz vorgestellt. Da habe ich mich mal eine kurze Statistik darüber angefertigt, wie viel Zeit wir brauchen, um zu antworten auf Issues oder ähnliches auf GitHub. Und wir haben typischerweise in einem Tag 50% der Anfragen bearbeitet und auch meistens dann schon direkt mit gefixt. Und das längste, was wir hatten, das waren aber nur 3 Issues, da haben wir, was war es, 5 Tage gebraucht oder sowas. Also im Allgemeinen sollte man da eigentlich eine schnelle Antwort kriegen, falls nicht gerade alle 3 von uns im Urlaub sind oder sowas. Und Angular 4 kommt dann? Nee, Angular 4 ist schon voll supported. Das, ist, das heißt jetzt nur NG2, weil damals ja der Bruch kam mit Angular 1 auf Angular 2. So, und dann gab es ja gar kein richtiges Angular 3, sondern direkt Angular 4. Wir haben aber direkt mit dem Release von Angular 4 geguckt, ob wir kompatibel sind, hatten da nur ganz kleine Sachen, die wir fixen mussten und sind also eigentlich, also mittlerweile, das Problem ist, glaube ich, wahrscheinlich, dass wir zu früh waren, deswegen haben wir uns Leaflet NG2 genannt. Die meisten nennen sich ja jetzt irgendwie sowas wie NGX für egal welche Version, Hauptsache nicht mehr 1. Wir sind aber ja noch 2, weil wir uns so genannt haben. Wir wollten jetzt auch nicht unser Projekt dann umbenennen, aber es ist schon komplett kompatibel mit Angular 4. Oh ja, klasse. Und gute Doku ist gut, ja. Gut, sind noch weitere Fragen? Ja, da ist noch eine Frage. Können Sie den GitHub-Repo zeigen? Yes, of course. Das ist hier. Also wir werden den Link auch nochmal auf Twitter posten, bei uns auf die Homepage setzen, jagajs.org, dann wird das auch jeder schnell finden kann. Ist jetzt noch nicht da, gleich heute Abend oder morgen irgendwann. Hier ist noch eine Frage. Und zwar, ja, wohin geht die Entwicklung? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Also gibt es quasi schon ein Ausblick auf vielleicht weitere Versionen oder weitere Features oder ja, sowas? So gesehen schon, wobei ich ganz klar, also jetzt als erstes mal, wir hatten auch schon ein paar andere Fragen von anderen Leuten, ob man nicht noch irgendwelche Features mit in die Repository oder in das Projekt aufnehmen kann. Meine klare Antwort dazu ist nein, können wir nicht, denn wir machen wirklich nur das, was Leaflet kann. Die Directive heißt ja auch Leaflet NG2 und nicht Leaflet and Additional Stuff NG2. So, das heißt also, hier ist wirklich nur die 1:1 Abbildung von Leaflet in Angular abgebildet. Wir haben aber schon auch andere Module gemacht. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, welche jetzt davon veröffentlicht waren. Das Beispiel ist zum Beispiel das Leaflet NG2 GPS, dass man ein GPS-Modul hat, weil GPS ist jetzt nicht Bestandteil von Leaflet, deswegen haben wir es nicht da reingetan. Man braucht es aber relativ häufig, vor allem jetzt als App, deswegen haben wir es als extra Modul gemacht und um das auch klar zu trennen, das eine ist jetzt wirklich nur Leaflet, das andere ist irgendwas anderes, wie zum Beispiel jetzt GPS oder ja. Ja. Und als sonstigen weiteren Ausblick kann ich auf jeden Fall zum Beispiel, wir haben ja für die FOS4G in Boston dieses Jahr, also die ja quasi gerade zu Ende gegangen ist, weil wir ja leider nicht dahin konnten, auch ein kleines Beispiel geschrieben und in dem Beispiel hatten wir zum Beispiel einen Teilcache mit dazu getroffen.
getan, der auf Basis von Index.db arbeitet. Mit dem kann ich mir dann also quasi meine ganzen Daten zwischenspeichern. Der ist auch dort schon zumindest als Beispiel, das findet man auch auf unserer leafletng2.jagajs.org Seite im Endeffekt. Da ist das nicht nur verlinkt, sondern da ist es veröffentlicht. In solche Richtungen wird das wahrscheinlich auch noch weitergehen. Wir hatten auch schon mal angefangen, einen Glyph-Marker im Endeffekt zu machen. Da muss man jetzt einfach mal gucken. Ich denke mal, da werden noch einige weitere Plugins quasi, wenn man so will, kommen oder weitere Module. Das sind ja nicht wirklich Plugins. Aber auf jeden Fall ist so viel klar, an diesem Grundmodul wird sich, wenn sich an Leaflet nichts ändert, auch bei uns nichts ändern. Gut, noch weitere Fragen? Ja, damit endet dann der Geo-Tag. Heute der letzte Tag der FrostCon mit den Geo-Vorträgen. Unten haben wir noch den FOSGIS-Stand. Lohnt sich auch dort vorbeizuschauen. Wir bedanken uns auf jeden Fall für das große Interesse, dass ihr alle vorbeigekommen seid. Noch ein kleiner Hinweis für Leute aus der Region. Nächstes Jahr findet die FOSGIS-Konferenz in Bonn statt. Das ist Ende März. Das ist vom 21. bis 24. März in Bonn. Und wir würden uns freuen, wenn wir wieder ein breites Publikum begrüßen dürfen und auch wieder Leute sich bereit erklären, Vorträge zu halten, um ein möglichst spannendes Programm bieten zu dürfen. Ja, vielen Dank.